Hallo zusammen, heute geht es um zwei Temperaturkühlboxen mit einem Kompressor. Das heißt, wir haben hier bei dieser Box einen Kompressor drin und bei dieser Box hier auch einen Kompressor drin, aber zwei Thermostaten. Also das heißt, jede Kammer kann für sich gesteuert werden. Hier separat, wirklich separat, und hier kann ich nur die eine tiefer stellen als die andere. Das ist eine Alpicool. Sieht man auch hier am Deckel. Die Box hat schöne Räder, dann kann ich sie hier ziehen. Ich weiß nicht, wie stabil das die sind, ob das für Dauerbetrieb geeignet ist. Und wir haben hier drin zwei Temperaturzonen, also ich habe hier so eine Trennwand, die kann ich noch rausnehmen und den Teil kann ich gefrieren. Aber wenn ihr das hier anschaut, die Kühlbox zum Gefrieren ist eigentlich nur das Teil hier unten, wenn überhaupt zum Gefrieren. Ich behaupte immer, die kleinste Kühlbox, die vernünftig funktioniert, ist eine mit 70, 69 Liter Inhalt. Die hier von uns, die hat jetzt 75, hier habe ich zwei separate Kammern. Wir haben hier einen OM-Verdichter von Secop drin, mit dem BD35F noch, es kommt der 80er rein. Dann habe ich genügend Leistung, auch hier habe ich 5 cm Isolation, dann kann ich damit tiefkühlen. Tiefkühlen heißt für mich minus 18 Grad. Diese Box hat jemand gekauft, hat sie hierher gebracht und gesagt, sie kühlt nicht. Man kann damit nicht tief kühlen. Eben, wie schon gesagt, das Kühlelement ist zu wenig hoch. Die Kühlmaschine, die hier drin ist, ist wahrscheinlich relativ klein. Ich habe hier schon mal aufgeschraubt. Wir schauen uns das aus der Ferne an. Wir haben den Eingangsstecker, wir haben hier eine fliegende Sicherung drin. Also wir haben Standard-Eingangsstecker, ursprünglich mal von Schurter, dann eine fliegende Sicherung. Ein bisschen Platz schaffen. Wir haben einen Drahtrohrverflüssiger. Der Drahtrohrverflüssiger hat nicht die Leistung wie zum Beispiel hier so ein Lamellenverflüssiger, weil es hier liegt an der Oberfläche. Hier habe ich wesentlich mehr Oberfläche zum Wärmeaustauschen, wieder bei dem Teil hier. Der Kompressor ist ein Huayun. Ihr seht das. Steht zwar 35. Was auch hier ist, die Anschlüsse sind identisch wie beim Secop. Hier ist ein Mischventil drin, identisch hier vom Mischventil. Die Funktion ist, dass der Kompressor verdichtet, geht aus der Leitung hoch, rüber in den Kondensator, das Kältemittel verflüssigt, geht hier hoch durch einen Filtertrockner in dieses Mischventil. Und dann habe ich zwei Abgänge. Und dieses Mischventil, es gibt zwei Sorten, das eine sind nur Ventile und das andere sind Stellantriebe, die dann hin und her fahren. Und so leiten sie das Kältemittel in die richtige Kammer. Hier habe ich auch so ein Stellventil, ich komme hier auch aus dem Filter, hier hoch und hier in dieses Mischventil. Und dann leite ich es hier in diese Kammer oder hier in diese Kammer. Eben wie gesagt, das ist eine Kühlbox mit zwei Temperaturzonen. Aber das Kühlelement ist hier relativ schwach hochgezogen. Von der oberen Beladegrenze bis hier, wo es da irgendwann dann Kühlelement wird. Aber wir haben das hinter einem Kunststofftank, habe ich 5 cm von oben.
Und bei dieser Box hier habe ich einen Aluminiumtank. Aluminium ist der bessere Wärmeleiter wie zum Beispiel Kunststoff. Und hier habe ich auch etwa 5-4 cm, wo die Kühlfläche anfängt. Wenn ich dann hier rüber gehe, habe ich dann auch wesentlich mehr Höhe, also auch ein anderes Volumen. Dann sehe ich hier diese Kühlbox, die hat eine Isolation von, ich sag mal, 3 cm. Und bei dieser Box hier, ein bisschen abbrechen, hier habe ich außen habe ich 6, also innen habe ich rund 5 cm Isolation rundherum. Klar, wenn ihr natürlich jetzt hier bei dieser kleinen Box schon eine dickere Isolation macht, und zwar nicht gegen außen, sondern gegen innen, weil sie außen ja sowieso zu groß ist, dann verliere ich hier noch mehr Platz. Also ist das ein Kompromiss, dass ich hier auf eine dünne Isolation fahre und ein Kühlelement, was noch mit dem Kunststofftank hinterlegt ist. Die Kühlmaschine, hier habe ich den 35er, denn hier habe ich auch ein, steht auch 35, wie viel Leistung das der hat, kann ich nicht beurteilen, aber das Fakt ist, nach mir läuft die Kühlbox hier, die packt auch minus 8 Grad im Tiefkühlfach auf Dauerleistung ohne Deckel öffnen. Ja, Tiefkühlung ist nach mir eben minus 18 oder tiefer. Hier kriege ich die Temperaturen hin, aber hier nicht. Hier was zu machen? Nein. Das ist nicht ein Gerät von uns. Das hat man irgendwo, keine Ahnung, gekauft. Steht jetzt bei uns. Wir machen ja auch Reparaturen dieser Geräte. Das ist eigentlich kein Thema, aber so eine Kühlbox, die werden heute für 200 Euro irgendwo Amazon Shop oder sowas, eBay oder irgendwie sonst ein Shop verkauft. Hier bei dieser Box hier, da liegen wir preislich bei 1100 Euro. Aber ob ich natürlich einen teuren Sekop-Kompressor drin habe oder einen Chinese, der nachgebaut ist, es spiegelt sich im Preis. Also der Kunde kann seine Box abholen. Ich mache hier nichts, ich schraube sie wieder zu, Punkt, fertig. Ich habe hier den Kondensator ein bisschen rausgeblasen, sonst mit Druckluft rausgeblasen, war eher staubig. Hier verlinke ich euch ein Video über diese Kühlbox und hier ein Video über einen Doppelkompressor-Kühlschrank von einem Mitbewerber, aber ist egal. Noch zur Information, wir machen diese Reparaturen nur in der Winterzeit. Das Video ist jetzt schon in der Sommerzeit, ich weiß, lag ein bisschen rum. Und somit wünsche ich euch einen schönen Tag.